Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder aus dem Grand Hyatt Berlin, weil wir heute Abend Stammtisch haben, aber auch morgen ITB. Meine Stimme irgendwie im Moment, ich weiß auch nicht, Halsschmerzen bis zum Erbrechen. Sind die Mandeln dick? Ich weiß es nicht. Ich muss durchhalten, auf jeden Fall heute geht's zum Stammtisch. Ich habe heute für euch zwei Themen rausgesucht, weil es nicht wirklich mehr gab. Nachdem wir gestern mit Mario und Freddy die Woche zerlegt haben und damit Allegris nochmal Revue passieren haben lassen, ist nicht wirklich viel passiert. Wir hatten es gestern ja auch gesagt zum Thema Karstensport, dass die Preise teurer werden. Dann hat sich natürlich direkt pünktlich zur ITB, die morgen ja startet, die Leute gemeldet und gesagt, nach dem Comeback des Tourismus ist es für die Last-Minute-Schnäppchenjäger auch ein Problem, weil die Preise steigen anhand der Inflation, was ja Sinn macht. So, und das heißt also, dass die Reisenden sich angesichts der Inflation wirklich Gedanken machen müssen, vielleicht früher zu buchen und dass halt Last-Minute dann nicht mehr so funktioniert. Man geht davon aus, dass dieses Jahr auch ja, es wird das Jahr 2019 übertroffen werden. Und das ist wesentlich schneller, als wir alle gedacht haben. Wenn ich erinnere, Carsten Spohr redete irgendwie so 20, 28, 27, 25. Wir haben 2023, ja. Also das heißt, dass da wieder das Vorniveau erstarkt ist, aber keine Flugzeuge da sind. Aber auch viele Hotels gar nicht geöffnet haben, weil gar kein Personal da ist. Also so viele Probleme, oder es gibt auch Hotels, die haben geschlossen. In Berlin haben wir ja auch einige Hotels hier, die geschlossen haben. Auf jeden Fall ist es so, dass es jetzt im Moment Flex-Tarife gibt und Frühbucher-Rabatte, aber sie fallen halt nicht so üppig aus, wie man es denkt. Kumuliert hat der Buchungsumsatz für die diesjährige Sommersaison nach Angaben das Niveau des Sommers vor der Corona-Krise sogar überschritten. Das heißt also, wir sind da ganz klar auf der, wie heißt das im Englischen, Trajectory? Auf der Kurve oberhalb. Und ich freue mich auf der einen Seite natürlich, dass es dem Tourismus wieder gut geht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schade, dass wir die Preise erhöhen müssen und dass wir für den Luxusurlaub so tief in die Tasche greifen müssen. Ein anderes Thema ist auch, was zeigt, dass so viel Stress ist. Wackelt das eigentlich? Ich glaube, es wackelt noch ein bisschen. Ne? Muss ich aufpassen. was auch ein Thema ist, ist Wetlease. Nachdem wir natürlich von der Frau des Kollegen aus Hamburg, Kühne heißt er, gehört haben, sie mag Wetlease nicht, ist bei der Swiss aber ein Full Swing of Wetlease am Start. Man hat 22 Wetlease-Flugzeuge bei der Swiss am Start. Da ist die Helvetik, da ist die Air Baltic, das sind ja alles alte Bekannte. Und in der Hochsaison ist es so, dass man 8 Flugzeuge von Air Baltic einsetzt und 14 Flugzeuge von der Helvetik einsetzt. Bei der Helvetik hätte ich jetzt ehrlicherweise gesagt, nein, nun gut, irgendwie sieht so ein bisschen aus wie die Swiss mit der Fahne und so. Da kann man so ein bisschen sich schon vertun. Aber wenn man in die grüne, ist das Giftgrün? Auf jeden Fall in die grüne Air Baltic reinkommt, dann merkt man schon, dass das ein anderer Veranstalter ist. Und wie seht ihr den Trend, dass man bei den Fluggesellschaften immer mehr auf Wetlease zurückgreifen muss, weil man keine eigenen Flugzeuge hat? Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, besser als gar nicht? Oder sagt ihr, hey, das sollte man nicht tun? Ach, ich nehme euch einfach hier auf die Hand. Ich lege mich mal jetzt einfach, ups, da ist das einmal. So, jetzt müsste es klappen. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist jetzt gut oder das ist nicht so toll mit dem Wetlease? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, solange man ankommt und ich glaube einfach, dass das am Ende des Tages egal ist, solange der Service stimmt, oder? Was haltet ihr? Also kommentiert, abonniert, denkt dran, die Glocke anzumachen, macht mich glücklich. Dann gehe ich jetzt gleich zum Stammtisch und schneiden muss ich ja nicht viel, am Anfang ein bisschen wegmachen am Ende und den Schwenker von dem Freihand, den lassen wir drin. So seht ihr auch das Hotelzimmer, wo ich bin. Mal gucken, vielleicht mache ich auch in dem Style morgen was auf der ITW. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und bis später dann. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Ne? Ciao.